Vertrauen ist die Grundlage zu jeder Tierdressur. Deswegen ist der enge Kontakt mit den Tieren erste Voraussetzung. Eine wichtige Regel für die Dressur von Raubtieren ist, dass der Dresseur vor den Tieren den Zentralkäfig betritt, der hier im Zirkus Knie in der Tierschau aufgebaut ist. Der Sicherheitsriemen wird festgemacht und die jungen Tiger Brillant und Jade erscheinen. Sie müssen lernen, auf ihren Podesten, die immer an der gleichen Stelle stehen, Platz zu nehmen. Von diesem Platz aus wird mit ihnen gearbeitet. Er ist ihr Ruheort und gibt ihnen Sicherheit auch gegenüber Rivalen. Ein Dressurgehilfe lässt die Tiere aus dem Wohnkäfig. Sie haben inzwischen auf ihren Podesten Platz genommen. Der Dresseur arbeitet mit dem Fleischstock. Es sind inzwischen schon alle Tiere, also beide Gruppen, beisammen, die nacheinander hinausgelassen werden. In dieser Nummer sollen die Tiger einmal vom Podest herunter nebeneinander Platz nehmen. Das muss zunächst eingeübt werden. Sie müssen sich in Ruhe auf einem bestimmten Platz ablegen und dort bleiben. Das wird mit Fleischstücken erreicht. Wieder einige Monate später. Inzwischen wird im Zentralkäfig des Zeltes probiert. Es liegen sich jetzt schon 4 Tiger nebeneinander. Opal wird dazugeholt. Die Tiger liegen in dichten Abständen sehr ruhig beieinander. Rubin und Saphir. Immer mehr Tiger kommen hinzu, weil Louis erreichen möchte, dass ähnlich wie bei einer Pferdedressur alle Tiger in Linie mit ihm durch die Manege schwenken. Alle liegen sehr schön dicht beieinander ab. Louis Knie zeigt uns mit dem Aufbau seiner Tigernummer Wege, die auch den Menschen beim Umgang mit ihresgleichen zu wünschen wären.